Und wir erzählen Ihnen jetzt noch eine Geschichte vom Sport. Was wäre das Wochenende ohne ihn? Hunderttausende Niedersachsen spielen Fußball, Tennis oder Tischtennis, gehen joggen, golfen oder reiten. Aber Baseball, gerade mal 1.800 Aktive gibt es in Niedersachsen. Und die Besten sind die Doren Wild Farmers. Das 1.200 Einwohnerdorf im Landkreis Harburg schafft es Jahr für Jahr mit viel Leidenschaft eine richtig gute Truppe zusammenzustellen. Und die hat im vergangenen Jahr sogar um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Oliver Laffin hat den Saisonstart der Dorener Wild Farmers mitverfolgt und ist dem Geheimnis ihres Erfolges so ein bisschen näher gekommen. Zwischen zwei Maisfeldern liegt, etwas abseits vom Dorf, der Diamant. So wird beim Baseball das Spielfeld aufgrund seiner Form gern genannt. Dieser Diamant also ist das Zuhause der Wild Farmers. Aus Doren, der einzigen Bundesligamannschaft aus Niedersachsen und das bei gerade mal 1.200 Einwohnern. Jannis Wedemeyer ist Pitcher und somit einer der Schlüsselspieler in der Defensive. Mit gut 90 Meilen, also fast 150 km/h, wirft er die Bälle, damit sie die Gegner im Optimalfall nicht treffen. Er ist in Doren geboren, hat dann ein Jahr in den USA gespielt, anschließend in anderen Vereinen in Deutschland und ist nun wieder zurück in seinem Dorf. Sind hier schon die Leute, mit denen ich auf dem Platz spiele, mit denen ich, bin ich groß geworden, die haben mich aus der Jugend mit trainiert und haben mich halt beim Aufwachsen so begleitet. Und das ist halt schon eine recht große Bedeutung. Und ich meine, es ist halt immer noch ein Hobby für uns und da möchte man halt Spaß haben und das am besten mit seinen Freunden, ne? Und sogar Spieler aus den USA wollen nicht nach Berlin, Hamburg oder Köln. Caleb Fenimore zum Beispiel kommt aus Indiana und ist schon zum vierten Mal in Folge hier in Doren. In meinem ersten Jahr war es für mich eine tolle Gelegenheit und ich wollte immer mal in Deutschland spielen. Als ich dann hier war, fühlte es sich schnell an wie zu Hause. Die Jungs, die Leute im Dorf, alle sind super und es fühlt sich an wie eine wunderbare große Familie. Top. Und genau das ist eines der Geheimnisse hier in Doren. Das Zusammengehörigkeitsgefühl. Hier packen einfach alle mit an. Und so wird aus dem Saisonstart am nächsten Tag quasi ein großes Happening für das ganze Dorf. Wenn die Baseball-Saison losgeht, dann geht der Sommer los. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Alle kommen aus ihren Löchern gekrochen. Ganz viele Leute hat man lange nicht gesehen. Und das ist halt das Schöne. Es kommen alle wieder zusammen, alle freuen sich, alle sind gut drauf. Also ich meine, es ist einfach bekannt hier, der Verein natürlich, dass hier Baseball gespielt wird. Und zum Beispiel in der lokalen Grundschule, da gibt es dann keine Bundesjugendspiele mit Leichtathletik, sondern da gibt es dann Baseballtag. Und dann können wirklich alle Kids mal probieren. Und so sind meine auch gelandet hier letztlich. In den Großstädten spielen die auch Fußball oder Handball. Und das ist der Vorteil, dass die Dorner das hier früher ganz gut integriert haben ins Dorfgemeinschaftsleben. Und so fängt eigentlich jeder kleine Junge an, in Dorn wenigstens einmal Baseball zu spielen. Wir haben 6 Schul-AGs zurzeit unter der Woche. Und wir machen das im Ganztagsbereich, im normalen Schulunterricht und probieren so auch die Kids aus Toschstedt und Hollenstedt und so weiter hierher zu holen. Begonnen hat alles 1990, vor 28 Jahren, mit einer Schnapsidee. Bernd Siefers ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied im Verein. Er erinnert sich noch oft an das erste Training und vor allem an den ersten Trainer. Ein Fußballtrainer, der vom Baseball keine Ahnung hatte, ist nach Hamburg gefahren, hat sich ein paar Trainings angeschaut hat und hat sie dann eingeladen. Und haben wir hier weiter vorbei für auf dem Spielplatz zum Schautraining, um das vorbeizubringen, was wir überhaupt spielen wollen. Für die meisten Fans, die wir jetzt hatten, knapp 1.000 Leute. Die sich wirklich nur angeguckt haben, wie so ein Dorf auf einmal Baseball spielen will. Keiner wusste da was mit anzufangen. Sensationell. Am Spieltag wird es voll. Und das bei allerbestem Wetter. Für den Saisonauftakt wollen die Farmers ganz groß aufspielen. Mit Nationalhymne und Einlaufkits. Dann geht ihr mit den Spielern mit und stellt euch vor denen auf. Ne? Und dann kommt nachher die Nationalhymne, wird gesungen. Und dann müsst ihr die Kappe dazu abnehmen. Okay? Wollt ihr das mal üben? So. Nehmt mal die Kappe runter. In die rechte Hand oder auf die linke Brust? Ja, das ist natürlich perfekt. Recht und Freiheit für das Deutsche. Vaterland. Gegen die Berlin Flamingos wollen die Farmers ihren ersten Saisonsieg einfahren. Die Grundregeln beim Baseball sind ähnlich wie beim Brennball.
Der Schlagmann muss, wenn er einen Ball des Pitchers treffen sollte, einmal im Quadrat über die vier Male laufen, um einen Punkt zu erzielen. Wenn es dreimal nicht gelingt, wechseln die Mannschaften Offensive und Defensive. Für genaue Regelkunde sitzen auf den Rängen hier aber jede Menge Experten, die immer gern Auskunft geben. Am Ende gewinnen die Farmers souverän den Auftakt im heimischen Stadion. Und im ganzen Dorf freut man sich, dass der Sommer kommt und dass auf dem Diamanten zwischen den beiden Maisfeldern in Doren endlich wieder Ball gespielt werden kann.